Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu unserem Hörgenuss des Monats. Ja, wir sind angekommen am letzten Donnerstag im Monat und das bedeutet ja immer Hörgenusszeit. Hier stellen andere liebe Booktuberinnen und ich euch ja unseren Hörgenuss vor. Das kann ein Hörbuch sein, ein Hörspiel, ein Podcast oder allerhand andere Dinge, die uns irgendwie auf die Ohren gekommen seid. Ihr findet die Mädels wie immer unten in der Infobox und auch die Playlist findet ihr immer unten. Schaut da also gerne mal vorbei. Ich bin heute schon gespannt, was mich bei den anderen Mädels erwarten wird und ja, freue mich da dann auch selbst dann in die Abo-Liste zu schauen. Ich bringe euch heute einen Podcast mit, über den ich persönlich viel zu wenig spreche, obwohl ich ihn so regelmäßig höre und zum Teil Folgen sogar doppelt höre. Man kann es hier unten vielleicht schon ganz leicht erkennen. Es geht um den Weltwach-Podcast von Erik Lorenz. Ich habe hier unten Abenteuer im Gepäck jetzt im April gelesen, weil mir nach Fernweh und Abenteuer war und habe mich dann wieder einfach daran auch erinnert gefühlt, wie sehr ich wirklich diesen Podcast liebe. Es ging bei mir los mit Streifzug durch Laos. Das war das erste Buch, was ich, glaube ich, Ende 2016 von Erik Lorenz gelesen habe in der Leserunde auf Lovely Books, wo er als Autor auch mit dabei war. Und ich habe danach auch noch 3-4 andere Bücher von ihm gelesen. Er war auch schon hier bei mir auf dem Kanal und hat über seine Bücher und Reisen gesprochen. Und ich glaube, es war dann auch Anfang, Mitte 2017, dass er den Weltwach-Podcast ins Leben gerufen hat. Es gibt mittlerweile schon über 190 Folgen. Ich bin sehr gespannt, was er uns zur 200. Folge präsentieren wird. Und ich habe ganz, ganz viel Spaß mit diesen wunderbaren Geschichten, mit Abenteurern, Reiseentdeckern, Weltenbummlern. Und er findet wirklich immer ganz tolle Gäste, ganz tolle Themen, die er dann auch bespricht. Und Erik macht das wirklich ganz, ganz toll. Es gibt mittlerweile auch einen Podcast in englischer Sprache. Und also er ist da wirklich sehr, sehr aktiv. Man findet den Podcast, soweit ich weiß, auch wirklich überall. Ich weiß, dass es auch einige Folgen hier auf YouTube gibt mit Bild. Die packe ich euch auch unten mal in die Infobox. Schaut da auch gerne mal im YouTube-Kanal mit vorbei. Es gibt jeden Samstag eine neue Folge und es gibt als Weltwach Plus Mitglied, wenn man im Supporters Club mit dabei ist, auch die Möglichkeit, zusätzliche Folgen zu erhalten. Und da hat man, glaube ich, immer so 2 bis 3 Folgen im Monat, die man extra hat, die dann auch werbefrei sind. Auch die regulären wären dann werbefrei. Also ja, das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall, wenn man da hören möchte. Ich bin wirklich eigentlich fast wöchentlich mit dabei und habe den lieben Erik gebeten, eine kleine Videobotschaft für euch bei mir abzugeben, wie er denn im Grunde eigentlich auf die Idee gekommen ist, was der Anstoß war. Und ich denke, ich blende euch jetzt einfach mal seine Videonachricht ein. Ich bin wirklich sehr happy, dass er sich die Zeit genommen hat, hier so seine Anfänge ein bisschen was zu erzählen, Revue passieren zu lassen. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Videogruß von Erik. Hallo und guten Tag, liebe Steffi. Erik hier von Weltwach. Sei mir gegrüßt. Ich freue mich, dass wir zumindest auf diesem doch jetzt sehr indirekten Wege mal wieder in Kontakt stehen, denn wir kennen uns ja jetzt doch schon einige Jahre. Du warst vor etlichen Jahren mal so freundlich, das eine oder andere Buch von mir zu lesen. Ich glaube vor allem meine Reisebücher und darüber dann zum Teil sogar auch auf deinem YouTube-Kanal zu sprechen. Und deswegen freut es mich natürlich ganz besonders, dass du über meine Bücher hinaus mir dann auch treu geblieben bist und sozusagen mit rübergekommen bist ins neue Format, dem ich mich jetzt seit einigen Jahren schon widme. Und das ist eben das Format Podcast. Ich mache den Weltwach-Podcast, wie du ja bestens weißt, jetzt schon seit rund 4 Jahren und unterhalte mich darin mit großen Reisenden, Erkundern, Geschichtenerzählern, Autoren, Filmemachern, Abenteurern und so weiter. Angefangen von Reinhold Messner bis hin zu jetzt relativ aktuell Aktivisten wie Dr. Jane Goodall. Und ich freue mich sehr, dass dir anscheinend dieses Format gut genug gefällt, dass du jetzt wieder darüber sprechen möchtest. Und deswegen sende ich dir natürlich auch sehr gern diese kleine Grußbotschaft und grüße deine Zuschauer. Und du hast mich in einer E-Mail gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich entschieden habe, nach meinen Reisebüchern, die ich geschrieben habe und zum Teil auch immer noch schreibe, warum ich mich daraufhin entschieden habe, jetzt auch noch einen Reisepodcast zu machen vor einigen Jahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du damals auch mein Kambodscha-Buch gelesen. Lesereise Kambodscha, ein Tuk-Tuk in Angkor heißt es. Und darin gibt es ein Kapitel,
das sich dreht um Peter Villers, einen ehemaligen deutschen Oberstleutnant, der im tiefsten Dschungel von Kambodscha vor einigen Jahren ein Minenräumkommando aufgebaut hat und den ich dort getroffen habe, mit dem ich unterwegs war und den ich für mein Buch interviewt habe. Und das war eine wahnsinnig faszinierende Begegnung. Eine von vielen, aber das ist einfach das Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer gern bringe, weil es sich mir wirklich eingebrannt hat. Es war eine tolle Erfahrung. Es ist, wie ich finde, auch ein ganz nettes Kapitel im Buch geworden. Aber ich hatte dann schon auch den Eindruck, dass es mir nur zum Teil gelungen ist, wirklich seine Lebensgeschichte und seine, vor allem seine Persönlichkeit in diesem Kapitel wirklich zu vermitteln. Natürlich, ich habe dafür ein bisschen Kontext geliefert. Als Autor liefert man ja dann auch gewisse Mehrwerte. Man schafft Atmosphäre, man erzählt ein bisschen vielleicht was zu den geschichtlichen Dimensionen und worin die Relevanz besteht in sicherheitspolitischer Art und Weise in Bezug auf Armutsbekämpfung, seine Arbeit dort vor Ort, eben Minen zu räumen. Aber ich hatte eben auch schon das Gefühl, dass das, was er mir so erzählt hat, durch mich sehr stark gefiltert worden ist. Also ich musste eben seine Stimme sein. Und das ist am Ende doch was anderes, so schön das für ein Buchprojekt auch ist, als ihm selbst zuzuhören, in seiner Stimme, in seiner Erzählung, mit seiner Persönlichkeit. Und deswegen, weil ich viele solcher Begegnungen hatte im Rahmen von Recherchen für meine Bücher, habe ich mich irgendwann entschieden, diese Begegnungen und diese Erzählungen, die mich so sehr bereichert und inspiriert haben, meinen Hörerinnen und Hörern direkt zugänglich machen zu wollen. Und das ist jetzt natürlich die Kurzfassung, aber so ist im Wesentlichen dann schlussendlich die Idee für Weltwach entstanden. Und mittlerweile sind wir bei rund 200 Folgen. Es gibt sogar auch noch eine englischsprachige Variante. Und ich kann nur sagen, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Aus diesem Projekt sind so viele Kontakte und Freundschaften entstanden und einfach so viele Begegnungen und Gespräche, die mir unvergessen bleiben werden, dass ich mich einfach jeden Tag nur freue, dass ich dieses Projekt durchgeführt und gestartet habe. Und ganz besonders bereichernd ist es für mich natürlich zu wissen, dass ich diese Gespräche eben nicht nur für mich führe, sondern dass es mittlerweile auch viele, viele Hörerinnen und Hörer gibt, wie zum Beispiel dich, die ähnlich viel aus diesen Gesprächen ziehen. Und für euch, für Menschen wie dich, mache ich das ja am Ende dann auch nicht nur für mich, sondern auch und nicht zuletzt für euch. Und deswegen freut es mich, dass du dich entschieden hast, jetzt über meine Bücher hinaus auch den Weltwach-Podcast bei dir auf dem Kanal vorzustellen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal und deinen Aktivitäten rund ums Lesen und Hören und danke dir für deine Zeit. Liebe Grüße, mach's gut, ciao. Ja, und auch nochmal an dieser Stelle, ich danke Erik sehr für die Zeit, die er sich genommen hat, um ein bisschen was darüber zu erzählen. Ich lausche ihm unglaublich gerne, ja, nicht nur im Podcast, sondern eben durchaus, wenn auch mein Video da ist oder wenn er Interviews auch auf Instagram gibt. Und ja, man kann auf der Internetseite auch Gäste vorschlagen und abstimmen. Und das finde ich tatsächlich auch eine ganz coole Funktion. Also wenn ihr vielleicht Leute kennt oder tolle Geschichten über Wanderer, Abenteurer gehört habt, die ihr gerne mal im Podcast sehen wollt, da gibt es auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Ich packe alle Bücher, die Website, den Podcast und auch die YouTube, den YouTube-Kanal unten in die Infobox. Wenn ihr Lust habt auf Geschichten aus der Ferne, egal ob es Wandern ist, ob es Radfahren durch Afrika ist, ob es Wüstenbereisen ist, ob es Bergsteigen ist am Himalaya-Gebirge, es ist so, so, so viel dabei und es gibt auch wirklich Folgen, die mir in wahnsinnig guter Erinnerung sind, die ich auch durchaus schon 3, 4, 5 Mal gehört habe. Also da gibt es immer wieder ganz faszinierende Dinge und gerade wenn mir eben noch irgendwas ist, weiß ich genau, wo ich welchen Anschalter mit welcher Podcast-Folge ich dann auch anschalten kann. Und ich kann euch wirklich diesen Podcast nur ans Herz legen, weil der ist so bunt gemischt, da ist für jeden, der eben irgendwie ein bisschen Reiselust und Abenteuerlust hat, alles Mögliche dabei und es sind wirklich ganz, ganz tolle Interviews. Also schaut da gerne mal vorbei und ja, das war so mein Hörgenuss des Monats, beziehungsweise ja, gefühlt eigentlich der letzten 4 Jahre, der mich wirklich nie langweilt und dem ich wirklich ja, jede Woche entgegenfiebere und ich mich immer wieder freue, wenn es da neue Folgen gibt und ja, ich freue mich jetzt auch auf das neue Buch dann von Erik, das direkt auch Weltwach heißt und ja, wird auf jeden Fall, denke ich, auch ganz bald bei mir einziehen und da freue ich mich auch drauf. Ja, jetzt danke ich euch fürs Zusehen, danke auch nochmal Erik, dass er sich die Zeit genommen hat und ja, wer weiß, vielleicht ist er ja nochmal auch bei mir mit seinen Reisethemen zu Gast, würde mich auf jeden Fall auch freuen und danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.